Nochmals guten Tag. Jetzt beginnt der zweite Teil der heutigen Veranstaltung, nämlich der Wettbewerb in der Kategorie Gesang. I remember how she turned to me and say, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Von der anderen Seite freue ich mich sehr. Ja, also es geht mir eigentlich genauso. Ich hoffe, wir kriegen irgendeinen Platz. Also ich glaube, wir werden Spaß haben. Also ich fühle mich eigentlich perfekt. Wir unterstützen unsere Diana, die singen wird. Und ja, ich fühle mich sehr, sehr gut und ich bin richtig glücklich, dass ich auf der Bühne stehen darf. Ich hoffe, dass es allen gefällt, aber Hauptsache, ich habe mitgemacht und dass ich es mit Leidenschaft mache. Und dass ich dabei Spaß habe und dem Publikum was schenke. Wie fühlst du dich vor deinem Auftritt? Ganz gut. Ich bin eigentlich gar nicht aufgeregt. Bist du hier schon mal aufgetreten? Ja, zweimal. Zweimal. Also letztes Jahr und vorletztes Jahr dann. Hast du auch schon mal was gewonnen? Ja, einmal den ersten Preis für die russische Folklore und einmal den Publikumspreis. Ich will immer wieder neue Sterne sehen, immer wieder. Ich kann dich finden, wenn die Nacht. Seit wie vielen Jahren singst du schon? Ich muss kurz überlegen. Seitdem ich 9 bin, habe ich angefangen. Ja. Heute trete ich mit dem Lied Putsch auf. Ich mag das Lied sehr. Es ist ein Lied auf Russisch. Das sollten die meisten verstehen, denke ich mal. Und ja, ich freue mich schon darauf. Ich habe das erste Mal mitgemacht, wenn ich mich nicht irre, und seitdem habe ich eigentlich jedes Jahr mitgemacht. Ich finde es ziemlich interessant zu gucken, wie die anderen klingen und so. Also ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe die anderen jetzt gerade auch beim Proben gehört, es hat mir sehr gefallen.
und ich habe sehr Spaß daran und ich nutze einfach nur die Möglichkeit, eine Bühne zu haben, wo ich halt auch mit anderen Leuten auftreten kann und es macht mir auch sehr Spaß. Also mich stört das jetzt nicht mehr so gut. Beim ersten Mal war ich ziemlich aufgeregt. Und, aber jetzt, ich kenne meinen Text, ich kenne meine Melodie, also ist da eigentlich kein Problem. Ich singe eigentlich, seit ich geboren bin, aber jetzt so professionell zu singen, tue ich es, seit ich 11 bin. 11, 12. Und ich bin jetzt 14, das heißt seit 2 Jahren. Was erwartest du heute? Ich erwarte einfach, dass ich eine Menge Spaß habe, dass ich auftrete und dass ich dann nach Hause gehe. Also viel Erwartung habe ich nicht. We don't want to leave. We don't know. We just want to be right now. Right now. And what we see is everybody's so annoying too crazy. Get to fühlt ihr euch vor einem Auftritt? Also auf jeden Fall sind wir aufgeregt, weil bei mir ist das jetzt das allererste Mal. Also ich fühle mich richtig aufgeregt. Ich auch unglücklich. Hast du was gewonnen? Ja, dritten und den zweiten Platz. Gott ist so nicht was da jod. Ja, bist du auch abwesend. Angespannt auf jeden Fall, nervös auf jeden Fall, aber ich freue mich auch, dass ich hier auftreten darf. Das ist mein drittes Mal, aber trotzdem. Was erwartest du von deinem Auftritt? Dass ich auf jeden Fall Spaß habe und vielleicht, dass ich mehrere Zuschauer in Erwägung ziehe, dass sie selber Spaß dabei haben, mit mir zuzusehen. Wie lange singst du schon? Ich glaube 3 Jahre. Bist du hier schon mal aufgetreten? Ja, 2 Mal. Ich hoffe, dass ich gut singen werde und dass ich vielleicht auch was gewinne. Oh,
Viele Leute da. Das ist jetzt mein drittes Mal. Ich habe schon einen zweiten und dritten Platz aufgeregt, aber ansonsten geht das. Ich hoffe natürlich die besten Plätze, dass wir die besten Plätze haben. Ich tanze mit meiner Freundin, also sie singt und wir tanzen als Gruppe dazu. Das ist das dritte Mal. Ist hier noch ein geiles Leben? Und jetzt wird's mir besser gehen. Vergiss den Fake, all die Wind und die Sonne bringt. Ich seh doch ganz genau, dass ich das zu meinem Glück nicht brauch. Wie fühlst du dich nach deinem Auftritt? Ich fühle mich ein bisschen erschöpft, aber ich finde, ich habe gut gesungen. Ich fand's toll. Ich erwarte, dass mir gute Worte sagen, eine neue Erfahrung ist das für mich und ich erwarte vielleicht einen Platz. Ich freue mich auch, dass man auch was zeigen kann, was man so kann. Ich will auch, dass es gut klappt und dass nichts schief geht. Wie lange singst du schon? Seit eigentlich in meiner Freizeit habe ich früher immer gesungen, aber so richtig bei einer Lehrerin seit Anfang des Schuljahres. Machst du jedes Jahr bei uns mit? Nee, ich habe letztes Jahr hier getanzt und dieses Jahr habe ich hier gesungen. Also nicht jedes Jahr. Also ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr ist, aber ich glaube schon, was ich mitmachen werde. Ja, mein Gott, und ja, 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 das ist schon mal hier.
auch einfach Auftritt? Gut, eigentlich gut. Hat Spaß gemacht. Ich fand das auch sehr gut, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt einfach erleichtert. Wir haben eigentlich so gesungen, wie wir eigentlich singen sollten. Also wir haben sehr viel geübt im Langlauf. Wir hoffen, dass wir irgendwas gewinnen halt, im Preis. Weißt du, ich denke auch, dass wir durch Mut und durch viel Kraft, also wir sollten schon was gewinnen. Ja, wenn nicht, dann geben wir das nächste Mal noch mehr. Ich hatte ja erstmal gar keine Erwartungen, sondern ich bin ganz offen hier hingekommen. Mir war nicht klar, wie viel mich hier erwarten wird, wie viel es darum geht, was Performance ausmacht, wie viel Ausdruck gezeigt wird von den Kindern, wie viele verschiedene Sprachen wir hier hören werden. Also es war sehr schön und sehr aufregend, einfach so viele verschiedene Aspekte einfach jetzt berücksichtigen zu müssen, was wiederum auch sehr schwer ist für uns, weil wir haben jetzt heute den ganzen Tag ganz verschiedene Sachen gehört und deswegen ist es nicht so einfach, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das alles mal zu erleben. Ich war total gespannt, was passieren würde. Ich war noch nie bei den Kinderkulturtagen und ich bin sehr positiv überrascht, welche Bandbreite es gibt, Vielfalt, Qualität. Hat es Ihnen denn gefallen? Ja, sehr. Ist jetzt sehr lang geworden, aber es war sehr bereichernd. Der zweite Platz, ganz spannend, der geht jetzt an unsere Kleinsten, denke ich. Und das ist die Gruppe Mini-Minis. Ja, die geht wirklich an die Gruppe Teens. Die Teens haben gewonnen. Ja, ich erkenne dich nämlich. Ich habe den dritten Preis und zwar für Vajana Seitz. Der zweite Preis geht an Zlatka Merka. Anna-Marie Arendt hat den ersten Preis gewonnen. Wir vergeben einen Jurypreis, sogar zwei heute. Und zwar, der Jurypreis geht an unseren Elvis, Oskar Loffe. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Xenia Bormutow und Ilja Zander bekommen die zwei Tennis- und Literaturpreis. Der erste dritte Preis geht an Lush Life und zwar für die Person von Miriam Pahle. Anna Fitgen. Jetzt kommt der zweite Preis. Der zweite Preis geht an Anna Schmidt. Wir haben hier eine Daria Trifonova. Ich bin ja das erste Mal in der größeren Kategorie und ich fühle mich einfach so unerwartet, weil ich dachte mir so, ja, dritter Platz, zweiter Platz, aber erster habe ich irgendwie nicht erwartet, weil erstes Mal in der größeren Kategorie. Ich bin 11 und trete gegen 17-Jährige an, das ist dann schon große Konkurrenz. Und da es noch einen ersten Preis gibt, der geht an Angelina Alexandro.
Der Publikumspreis, ganz genau. Und der geht an Adelina Hardock.